Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Edna bricht aus. Ja, in der letzten Folge haben wir Professor Nock, dem Alumann und König Adrian einen Besuch abgestattet. Und dann sind wir hier vor dem Telefon hängen geblieben. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. So, wir schauen uns mal das Münztelefon an. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Wollte gerade sagen. Harvey, was meinst du denn? Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Entschuldigung, Harvey. Aber sie sind nur aufgenäht. Eben. Siehste, so, können wir mit trotzdem hier reden? Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Okay, benutzen. Mist. Der Hörer fehlt. Ja, das wissen wir jetzt, Edna. Dann nimm das doch einfach mit. Fest an der Wand verschraubt. Ja, gut. Aber das ist halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Das hast du mir jetzt schon das dritte Mal erzählt. Okay, was denn mit dem Kabel hier? Ach, da liegt der Hase im Pfeffer. Was? Wo liegt welcher Hase? Das Kabel, du Dummi. Es ist durchtrennt. Darum funktioniert das Telefon nicht mehr. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer diesen Hasen in den Pfeffer gelegt hat. Richtig. Wer macht denn sowas? Nimm das Kabel. Wozu? Es ist kaputt. Ja, aber vielleicht kannst du damit wenig strangulieren. Diese Leitung ist tot. Wozu? Es ist kaputt. Na gut. Trotzdem, auch wenn Harvey das nicht will mehr, wir benutzen Harvey mit Kabel. Was hältst du davon, Harvey? Meine geheimen Hasenkräfte verraten mir, dass da etwas fehlt. Wow, Harvey. Wahnsinn. Wir schauen uns das Bild mal an. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Ja, das sehe ich auch so. Können wir das mitnehmen? Ich lasse es lieber dort. Okay. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen. Wahrscheinlich. Ohne, dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Können wir denn mit dem reden, mit dem Kunstwerk? Sprich mit mir, Kunst! Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Kunst du dir das nicht denken? Ganz schwierig. Ist das hier ein anderes Bild? Poetisch und deprimierend zugleich. Können wir das damit auch reden? Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will hier raus. Ich kann dich gut verstehen. Ja, wir wollen hier auch raus. Abi, was meinst du? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Na gut, Vogelschreiber, Bild. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Okay. Na gut. Da ist noch ein Schild. Ansehen, Schild. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Nein, warum denn? Nein, ich will nicht schuld sein, wenn niemand mehr zum Telefon findet. Wir reden einfach mal. Hallo, Schild. Hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Nett, dieses Schild. Also, muss man sagen, mit eines der nettesten Gespräche, die ich hier schon geführt habe. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts, oder? Doch. Oh Gott, Wählscheibe, Gabel, und Münzschacht. Schauen wir mal, vielleicht sind da ja Münzen drin. Leer. Okay, schade. Was mit der Gabel? Da sollte eigentlich der Hörer hängen. Okay. Und mit der Wählscheibe? So viele mögliche Telefonnummern. Und so wenige Finger, um sie zu wählen. Und sonst noch was? Die Lampe. Eine Lampe? Ja, nimm die doch mit. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sowas. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Stimmt. Sollte man sich merken. Wenn man nicht will, dass die Lampen geklaut werden, sollte man sie mit dem Kabel in der Wand verbinden. Wir reden mal mit der Lampe. Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Huch, irgendwie fühle ich mich gerade anders. Ich
fühle mich so, als müssten wir weitergehen. Waren wir da schon? Nein, nein. Nur für Personal. Dann gehen wir doch direkt mal da rein. Oh. Oh. Er sieht aus, als müsste er aufs Klo. Er ist ein Fahrgast. Ein Kontrolleur. Wir schauen uns erstmal den Fahrgast an. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Echt? Finde ich nicht. Wir reden mal mit dem. Guten Tag. Okay. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Ja, allerdings. Wir reden mal mit dem Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Ach so. Wieso brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Okay. Aber was denn mit dem Typen in der Ecke? Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Weißt du denn, wie ich hier rauskomme? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Ja. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranaten! Ah! Arschgranaten? Hier können wir so eine Guten Karte Tag. Lösen hier? Die Fahrscheine, bitte. Ich komme wieder in den Keller. Ich möchte eine Karte lösen. Bitte eine Karte lösen. Aha, guter Witz. Wie? Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Okay, wie bekomme ich denn eine? Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Okay. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Okay, also 3 Karten. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm mir nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und
Und die dritte halt. Die nicht eins oder zwei ist. Die nicht eins oder... Ja, okay. Sehr schön. Haben wir noch ein Plakat und das schauen wir auch noch an. Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Können wir das mitnehmen? Ups. Absicht! Oh, können wir... Diese Vorschriften haben hier nichts mehr zu sagen. Okay, benutzen. Ich glaube, diese Vorschriften haben hier keine Gültigkeit mehr. Ja, vor allen Dingen nicht, nachdem wir das abgerissen haben. So, Poki, was sagst du denn zu dem Raum hier? Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit, also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der jetzt auch gleich, Baumann hieß er, dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe, also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki oder so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich habe ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Okay. Ich bin ja irgendwie schon gespannt. Was passiert denn mit kaputten Stuhlbeinen? Der Poloschläger. Der Kugelschreiber. Davor schien er am meisten Angst zu haben bisher. Was denn mit Senf? Nochmal. Okay, das war das gleiche. Wasserbecher. Polizeimarke. Okay. Ich hatte vergessen, dass wir... dass wir das nicht mit anderen Sachen verwenden können, sondern nur essen. Comic-Heft. Okay, so viel Variationen sehe ich jetzt irgendwie nicht. Ketchup? Okay. Fußnagel? Möchtest du einen Fußnagel haben? Das klang mir nach einem Ja, oder? Topflappen? Der Topf? Okay. Messer? Und Gabel? Okay, mehr haben wir gerade nicht. Wir gehen weiter. Entschuldigung. Da sind wir, glaube ich, durchgekommen, ne? Dann. Oder sind wir durch die Tür gekommen? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen hier durch. Nee. Okay. Der Bienenmann. Der Bienenmann. Und noch eine Tür. Und ein Regal. Eine Staffelei. Und eine Zickzackschere. Wachsstifte. Generalschlüssel. Moment mal, ansehen, Generalschlüssel. Das ist Kunst. Können wir den nehmen? Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Ja, aber... Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk.
und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Aber... Und umso mehr ärgere ich mich. Aber nimm doch einfach den Schlüssel. Na, dann bist du doch hier draußen. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Benutze Generalschlüssel jetzt. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. HW, kannst du ihr bitte sagen, dass sie den Generalschlüssel benutzen soll? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass es uns mitnehmen. Eben. Ach, HW, dann wäre es ruiniert. Ich warne dich. Der Spieler wird dafür kein Verständnis haben. Wenn der hier alles versteht, ist ihm ohnehin nicht mehr zu helfen. Wir reden mit dem Bienenmann. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Och. Warum? Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Der Mexikaner aus Die Simpsons. Willy aus Biene Maya. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Aber warum trägst du es dann? Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Ja, okay. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. So, Wachsstifte. Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Können wir davon welche mitnehmen? Entschuldigung? Die brauche ich noch. Ach so. Entschuldige bitte. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Die Zickzackschere. Da hat jemand Vorsicht Frank drauf gekritzelt. Seltsam. Hier ist Frank. Können wir die mitnehmen? Ja, die können wir mitnehmen. Wunderbar. Dann schauen wir uns die Staffelei an. Ui, lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh,
So ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Was? Warum? Können wir die mitnehmen? Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Ich weiß es noch nicht ganz. Reden? Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Tja, Papier. Können wir Papier mitnehmen? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Okay, dann schau dir das Regal an. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Okay, dann, ja, gehen wir mal durch die Tür da. Oh, eine Bar. Hallo. Peter und Barmann und Neonschild und Cocktailkarte und Lichtschalter und ein Kickertisch. Löffel. Löffel? Löffel! Uns fehlte doch ein Löffel. Den nehmen wir direkt mal mit. Nimm Löffel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay. Und sonst so? Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Eben. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Er ist daran, dabei Gläser zu polieren. Da kann er uns nicht bedienen. Ich fühle mich hier irgendwie... Naja, wir reden mal mit dem Peter. Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ja, ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter... Also alt, sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange.
Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Ja, da bin ich überfragt. Boah, die Edna, die ist aber auch echt. Ach ja, schön. So, was ist überhaupt in dem Fass da drin? Hier mixt der Barmann seine Drinks? In dem Fass da? Können wir das mitnehmen? Lieber nicht. Ich mag meine Fingerkuppen da, wo sie sind. Da ist noch eine Tür. Wir gucken den Kickertisch an. Ein kaputter Kickertisch? Der ist auch noch kaputt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Wenn du Kickertische verrücken willst, dann spiel gegen Metagames. Wir spielen alle wie Flasche leer. Der ist kaputt und der Ball fehlt. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. So, was haben wir noch? Das Neonschild. Das ist so 80er. Was mitnehmen? Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Ach so, dann rede doch mit dem Neonschild. Du bist so 80er. Keine Antwort? Benutzen? Das ist so 80er. Okay, wir haben noch eine Cocktailkarte, die können wir auch angucken. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Stinkdrink? Okay, wir haben eine Cocktailkarte. Können wir die Cocktailkarte benutzen? Kurze Cocktailkarte mit Barmann. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen... Eben. Sag mir nicht, wie ich mein... Na gut, na gut. Guck mal die Tür da hinten an. Entschuldigung, ich musste niesen. Ein Becher. Ist der Becher etwa ansehen? Da hat jemand Vorsicht Frank drauf gekritzelt. Seltsam. Schon wieder Vorsicht Frank. Funktioniert der besser? Funktioniert der Becher besser mit dem Wasser? Und dann können wir dem Sicherheitstypen Wasser bringen? Geht das vielleicht? Wir schauen uns zunächst mal hier den Schacht an. Leer! Okay. Münzschlitz. Schau an. Wo ist er denn? Da. Da kommen die Münzen rein. Benutze. Münzschlitz. Ich brauche eine Münze. Ja gut, da hast du recht. Ansehen, Sitzecke. Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Unsichtbare? Bist du das? Wer sonst? Ein bisschen unheimlich hier. Haben wir hier noch was? Stuhl und ein Aschenbecher. Schau an. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Vor allen Dingen ist der so dunkel, dass man ihn gar nicht sieht. Nimm Aschenbecher. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Rede mit Aschenbecher. Wie armselig. Benutze Aschenbecher. Ich fange mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen. Okay, gut.
Poki? Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insider-Wissen, was niemand wissen kann. Und zwar, dieser Screen ist 1:1 die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna Bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Eschers Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Die hat den Schauspieler, also in diesem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals auch, ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und gar keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel in Edna Bricht aus, dass niemand versteht. Da tut das auch nichts mehr zur Sache. Kann ich das einfach mal machen. Mich überkommt ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände. Und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Schön, dass du uns das erzählst. Ist interessant. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen. Obwohl, der Lichtschalter. Können wir den Lichtschalter benutzen? Was passiert denn dann? Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Okay, wir hauen ab. La la la. So, dann gehen wir mal hier raus. Ich fürchte, dass da oben war der Kaffeeautomat, den wir eventuell benutzen können. Wir haben eine letzte Tür hier, die schauen wir uns auch noch an. So. Oh, Happy Birthday. In einem Klo. Da sind Chips. Können wir die Chips mitnehmen? Die können wir mitnehmen, okay. Die Deko schauen wir mal an. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann bin ich Hummer. Mhm. Stimmt. Können wir die Deko mitnehmen? Das wäre aber ziemlich unhöflich. Hast du recht. Du bist ja nicht so als... Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist ja sonst nur höflich in diesem Spiel. Also vor allen Dingen zu Peter. Können wir Fingerfood mitnehmen? Ich will nicht gleich alles nehmen. Okay. Benutze das doch. Ich kann auf der Toilette nichts essen. Ist so ein Tick von mir. Mhm, kann ich verstehen. Bohnendip. Direkt auf der Toilette serviert. Sehr ökonomisch gedacht. Ja, das ist, den können wir aber mitnehmen. Huch. Will sonst noch was? Lichtschalter. Können wir das Licht anmachen? Überraschung! Huch! Wer bist du? Petra? Die ist vollkommen überdreht. Überhaupt nicht. Ich glaube, sie hätte etwas dagegen. Na gut, hier kann man aber auch keine Leute mitnehmen. Reden wir. Tja. Wer bist du? Mein Name ist Petra! Gib mir ein P! Oh Gott. Oder weißt du was? Behalt das P einfach. Was treibst du hier? Wonach sieht das aus? Ich gebe eine Überraschungsparty. Ja, aber für wen? Wo sind die anderen Gäste? Hallo, es ist eine Überraschungsparty. Was wäre das denn für eine Überraschung, wenn alle Bescheid wüssten?
Interessante Raumwahl. Wie meinst du das? Meinst du nicht, dass mehr Leute gekommen wären, wenn du nicht ausgerechnet auf der Toilette feiern würdest? Ich weiß nicht. Es ist immerhin eine Überraschungsfeier. Und was könnte überraschender sein? Überraschend trifft es nicht ganz. Ekelig oder absurd. Das trifft es. Ach ja? Wo hätte ich denn deiner Meinung nach feiern sollen? Wie wär's mit der Bar? Das geht nicht. Peter sitzt schon den ganzen Tag dort und bläst Trübsal. Es ist doch seine Überraschungsparty. Er ist ein wenig empfindlich, was sein Alter anbetrifft. Okay. Ich hoffe, die Party muntert ihn ein wenig auf. Bestimmt, vor allem, wenn er nicht daran teilnehmen kann. Wie wär's mit dem Aufenthaltsraum? Das war auch mein erster Gedanke. Aber König Adrian war dagegen. König Adrian? Er regiert den Aufenthaltsraum. Er ist ein weiser und gerechter König. Den haben wir ja schon getroffen. Und man erzählt sich, dass er hellseherische Fähigkeiten hat. Hm. Leider empfängt er nicht häufig jemanden. Sein Adjutant, dieser Drögelbecher, ist genauso zäh, wie er attraktiv ist. Ja, im Grunde... Jeder Raum wäre besser gewesen. Ja. Ich find's nett hier. Kennst du einen Weg hier raus? Warum sollte ich hier raus wollen? Hier ist immer was los. Und die Leute sind nett. Außerdem muss einem hier drin nichts peinlich sein. Wenn man mal die Hose vergisst, fällt es niemandem auf. Wenn du hier raus willst, sprichst du besser mit Almelio. Wenn du ihn findest. Ich glaube, er arbeitet gerade an einem Tunnel. Wenn du ganz verzweifelt bist, kannst du auch mit dem Schlüsselmeister reden. Aber das würde ich nur im äußersten Notfall tun. Der Typ ist gefährlich. Seine Einzelzelle ist allerdings im zweiten Stock. Da musst du schon bis nach dem Essen warten. Dann werden wir nämlich in den Schlafsaal gebracht. Okay. Schlüsselmeister, Schlüsselmeister. Interessant, interessant. Ja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Die Party ist doch nicht für dich. Heute ist der Geburtstag von Peter. Oh. Aber sag ihm nicht, dass die Feier hier ist. Es soll eine Überraschung sein. Mal sehen. Du musst mir versprechen, dass du ihm nichts sagst. Okay. Versprech es. Ich versprech's ja. Schwöre. Ich schwöre es. Hoch und heilig. Ja, ja, ja. Stein auf Bein und Gänseklein. Ich schwöre es, okay? Okay, dein Wort reicht mir aus. Feier noch schön. Werd ich. Ach ja, mach das Licht aus, wenn du gehst. Mal sehen. Ja, ich habe gerade erst kürzlich gehört von einem Freund von mir, dass er den Charakter der Petra traurig wahrgenommen hat, weil sie diese Geburtstagsfeier auf der Toilette feiert und so da ganz alleine immer halt immer brav rausspringt aus den Luca-Bäuschen, sobald das Licht angeht. Das hat mich dann doch sehr überrascht, weil ich halt Petra selbst halt irgendwie doch eher als lustigen und nervigen Charakter so auch Gegenpol zu Peter, also gerade irgendwie die Interaktion mit Peter später im Spiel, fand ich persönlich sehr lustig, weil es halt einfach Peters Martyrium noch einen draufsetzt, dass Edna ihn ausgerechnet mit der nervigen Petra verkuppelt. Das ist eine Situation, mit der er offensichtlich überfordert ist. Aber dann eben auch die Idee halt, dass sie genau wie Edna eigentlich viel zu schmerzfrei oder unreflektiert ist, um es halt irgendwie merkwürdig zu finden, eine Geburtstagsfeier auf der Toilette auszurichten, fand ich erstens lustig, also inklusive der ganzen möglichen kleinen Wortspiele zum Thema Fingerfood und wo wurde die Bohle angerührt und so. Aber was ich ganz besonders lustig fand an Petra war eigentlich, dass sie halt so ziemlich genauso irre ist wie Edna auf ihre Weise, natürlich auf eine andere, aber dass Edna sie partout nicht leiden kann. Das ist der erste Charakter im Spiel, glaube ich, den Edna einfach nicht leiden kann. Von der sie halt wirklich genervt ist und das halt auch zeigt so. Und Petra merkt es gar nicht, weil sie halt eben genauso schmerzfrei ist wie Edna. Also irgendwie spiegelt sich Petra in Edna auf eine ganz komische Weise. Und dass Edna dann von ihr genervt wird, macht das halt eigentlich nur noch interessanter. Ich frage mich, warum Edna sie nicht mag. Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Machst du bitte noch das Licht aus, bevor du gehst? Mach selber. Ciao. Gut. Okay. Hier quatschen wir auch noch mit Poki. Ich glaube, das hier war der Screen, wo ich das erste Mal bei einer Objektreaktion gemerkt habe, so, ich will eigentlich, dass Edna
nicht nur einen Satz dazu sagt, sondern dass sie das tatsächlich auch benutzt, und zwar mit der Pflanze. Benutze Zickzackschere mit Pflanze. Und das war der erste Screen, wo ich halt tatsächlich eine neue Grafik gezeichnet habe. Ich gesagt habe, warum sollte Edna diese Pflanze nicht kaputt schneiden können? Und daraufhin habe ich die ganzen älteren Räume auch nochmal überarbeitet und halt sie überall. Ja, und dann fing es an mit dem Ketchup und dann fing es an mit dem Senf und mit den Spuckekugeln und mit den Kaugummis, dass sie überall hinkleben kann. Ja, ich glaube, das war der erste Screen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Das probieren wir gleich noch aus. Zickzack, Schere und Pflanze. Ich habe die Pflanze gar nicht beachtet, weil die irgendwie alle immer gleich sind, aber... Okay, schön. Sieht auch nicht schlecht aus. Wir gehen nochmal zurück. Okay. Dann gehen wir hier raus. Kommen wir überhaupt... Geh zur Tür. Zur Tür, richtig. Kommen wir überhaupt irgendwie wieder, zurück in den anderen Teil und hoch zum Wächter? Nee, hier war ja der Professor. Okay, ich glaube, wir kommen gar nicht mehr zum Wächter. Okay. Tja, dann... Wo geht's denn dann weiter? Was war noch hier drin gleich? Ah ja, der Lift stimmt, ja. Gut. Ihm müssen wir einen Kaffee bringen. Und für den Kaffee brauchen wir eine Münze. Woher bekommen wir eine Münze? Fragen über Fragen. Und die werden sich bestimmt in der nächsten Folge beantworten. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.